Assistent und das ist Warte, ich hab ihn noch. Mata. Kim Tampa, Kalle, ich hab ihn noch. Tampa, Kunsot. Tampa, Pun. Sei Kunsot, Nam. Pino. Begebhack. Begebhack, Limpurma, ich glaube, der Pino. Wann, Nankin, Yang, Juni, Neu, Nankaleva, Begeb, mich dann neu, Kanal, was an Taman, Hanna, ja, der Pino. Man, Bonai, Bon. Man, Bonai. กองข่าวตาเขาเย็นแต่นึ่งนิ่มอยู่จะเบิ่งเขามึงหนอกที่มันนิ่มดีซะบ่ได้อุ่นได้ตันเด้อใครยังว่างทอดกินน้ำมะแรงอีกรอบนึงกินนี่คือเก่าจากพี่น้องปัดเหลือกระซิมเขากับทอดใครก่อนเนาะเพราะว่าห้องกินนี่เผ็ดหลายมื้อสิเนี่ยครับพ่อตัวตาตัวตาแล้วจากพี่น้องมาเนาะมาเนาะ Stefan und Martin trennen sich um ihre Bestandteile. Nudeln, Gemüse, Fleisch und Zusatzstoffe. In der Biosuppe stecken 68% Bier. Was noch? Für alle, die auf Konventionen greifen. ขึ้นนี่ประมาณเขาแต่พี่น้องเพราะว่าไปบรรยาที่แล้วไว้ซอสแต่พี่น้องควรจะข้าวพี่ฮะผู้ใดก็ว่าแต่บะฮึ่งแต่บะฮึ่งอยากสั่งตัวความกินจ้ะกินข้าวซะกันอีกกระปู Dann hier kaputt kommt wieder. Es ist einfach so, dass wenn ich da nichts drin habe, ich damit zumindest einen Geschmack reinführe. Der Hefeextrakt, müssen Sie wissen, aber zu meiner Kindheit wurde Hefeextrakt aus Brot geschmiert. In der Biersuppe finden sich diese Witz. Ich habe gut dafür, Das ist kein Gewürz, sondern Hühnerfleisch. 8,1% macht es in der Tütensuppe aus. Doch wie kommt das Fleisch in die Tüte? Tütensuppenfleisch wird in der Tüte aus Fleischresten. Bei Bio wird selbstverständlich auch Biofleisch verwendet. Die Fleischreste werden mit Gewürzen und Bindemitteln geschreckt, gekocht und dann gefrieren. Anschließend werden daraus kleine Kügelchen geformt. Die müssen so klein sein, damit sie in der Suppe auch schnell aufquellen. Größere Fleischstücke werden zu hart. Ist das jetzt nur Fleisch? นั่งก็ได้กินผักดื่มผัวเทเลียกินแต่พี่น้องเนี่ยกินแล้วค่ะมันจะเป็นรสชาติออกคล้ายๆเห็นผักขมผักสมมันเข้าบ่จ้ะรสชาติคือกันเลยแต่พี่น้องเห็นผู้เพิ่นเฮ็ดคลิปก่อนเนาะจ้ะเนาะผู้เพิ่นเฮ็ดคลิปผักปลาเนาะจ้ะเพิ่นเอาไปอมแซ่บก็ต้องเอิ้นอีกอย่างเนาะคือผักอมแซ่บจ้ะพี่น้องสมพ่อว่ามันอมแซ่บ Neuerdings mit Versprechen wie 100% natürliche Zutaten. Doch was ist drin in der Markensuppe? Erstmal deutlich mehr Inhalt als bei der Bio-Version. Statt 38 Gramm sind es 39 Gramm Suppeninhalt. Auf dem Teller sind das viel mehr Nudeln, aber auch eine recht einheitliche Buttermasse. Gut, sehr gut, die Mühe, aber noch, die Sonne, ne? An der Stelle Nudeln, klar. Zweite Stelle Salz, dritte Stelle Hefeextrakt, also Geschmacksförderung. Dann kommt es zur Stärke, damit es bindet. Und jetzt kommt direkt schon Aromen. Aromen stehen bei einem normalen Lebensmittel. Und ich habe den Packen noch ein paar, genau. Ziemlich weit hin. Das ist jetzt nicht gleich vorne. Und da weiß ich schon, wo das machen. Ja, also hier wird für Sie hier Aroma. Den Müll, da bin ich noch. Komm, ja, den Müll. Die Backensuppe enthält nur 0,5% Hühnerfett. Das ist billiger und ist nötig, damit sich die Suppe überhaupt Hühnersuppe nennen darf. Der
aber Unaroma. Da Aroma im chemischen Labor hergestellt werden, gelten sie als gesundheitlich bedenklich. Dann Gemüse deutlich gespannt. Fazit, die Markensuppe ist eher eine Gewürz- und Aromamischung mit Nudeln. Und wie schneidet die günstige Discounter-Suppe ab? In der Packung steckt doppelt so viel Inhalt wie bei der Bio-Suppe. Mit 10 Cent pro Teller ist sie 5-mal günstiger als die Bio-Suppe. Kann das gut sein? Ich fühle mich zurückversetzt an die Bio-Suppe. Ich will so große Stückchen hier. Wie gehen denn mit dem Fleisch jetzt? Der Fleisch, ich würde fast sagen, der Bio. Ist ein bisschen besser als das Bio-Produkt. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass auf der Zutatenliste auch ein Auto steht. Robert, nein. Hamburg. Sehen wir mal genauer nach. Die Inhaltsstoffe sind sehr ähnlich zum Markenprodukt. Nudeln, Salz, Zucker, Hefeextrakt, Aromen. An Gemüse ist hier aber mehr drin als in der Markensuppe. Auch Hühnerfleisch enthält der Discounter. Zwar deutlich weniger als das Bioprodukt, aber trotzdem. Die Markensuppe kostet 39 Cent. Das ist sehr wenig Geld. Für einigermaßen viel Gemüse, oder? Im Vergleich, das Gemüse, das ist lauter Gemüse, ist die absolute Überraschung, weil wir haben hier mehr Gemüse drin und auch relativ viel Nudeln. Ja? Also, ich kann einen satt machen, wird deutlich mehr. Abner! Erstes Fazit zum Typeninhalt. Die Biosuppe ist teuer, hat aber ähnliche Zutaten und kein Aroma. Bei der Markensuppe bekommt man fast für denselben Preis. Nein, nein, ich bin da. Ja, hm? Leider setzt sie aber statt Gemüse und Hühnerfleisch Suppe hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Zwar enthält auch sie Aromen, aber auch einen großen Gemüseanteil und sogar etwas Hühnerfleisch. Die Bio-Suppe und das Discounter-Produkt sind bisher im Gleichstand. Am Ende zählt aber der Geschmack. Das werden gleich Suppenfans bewerten. Doch vorher probieren Martin und Stefan. Mal sehen, ob die Jury ähnlich bestimmt ist. Sie kriegt die drei unterschiedlichen Hühnernudelsuppen und eine selbstgekochte vorgesetzt. In letzterer kommt selbstverständlich frisches Gemüse und ein frisches Huhn. Alles rein in den Topf und 2 bis 3 Stunden auskochen. Die entscheidende Frage: Schmecken unsere Tester die einzelnen? Wir lernen weiter. Aber wir haben vier Kategorien, ne? Discounter, Marken. Gibt eben nur. Bei der Kettetbeteiler. Komm rein. Ja? Der Kettetbeteiler. Erkennen unsere Tester jeweils die richtigen Zahlen? Die 4 ist für mich. Mein Mutter. Bei der A nehme ich mich schon mal fest. Die anderen 3 muss man mal probieren. Dann kommt eben noch eine Erfahrung. Wenn man bei der Bouillon auch ganz genau sieht, dass die nicht diese künstliche Farbe hat. Man schmeckt das auch. Zwei schmeckt aber ein bisschen besser. Echt? Auf jeden Fall. Bei der 2 würde ich jetzt sagen, das ist die Bio-Suppe. Also ich hatte mir auch direkt von Anfang an, als ich die gesehen habe, schon gedacht, dass ich wahrscheinlich vom Aussehen her vermute, dass die 2 bei Fili selbst gemacht ist. Bei der 3 hätte ich tatsächlich gesagt, dass es die Bio-Suppe ist, weil ich finde, man schmeckt so ein bisschen mehr den Hühnchengeschmack raus. Unglaublich. Unsere Tester können völlig erregen. Auch die frisch gekochte Suppe schmecken die meisten nicht aus. Und welche Suppe ist geschmacklich der Favorit? Welche Suppe? 2. Ich muss immer 2 nehmen. 2. Echt? Ja. Okay. Die Markensuppe schneidet im Geschmackstest am besten an. Liegt wohl daran, dass wir auf Salz und Aromen konditioniert sind. Unser Fazit: Nährstoffe und Vitamine finden sich in keiner der Typensuppen. Wer also einfach und günstig Suppe will, sollte seine Typensuppe zumindest mit etwas Gemüse trinken. Il caputo, però. Il caputo, mia.
Tabu. พี่น้องเวลาเกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยยังพันอยากเศร้ากินให้จากพี่น้องกินอีกอยู่ในบ้านอิ่มเวลามันหลายโบสถ์จากพี่น้องก็ฝากคลิปไปสำเนียงก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนั่งอยู่ได้จากพี่น้องเด้อสวัสดีจากพี่น้องสวัสดีจ้า